Hi Christian. Grüß dich, hallo. Vielen Dank erstmal für deine Zeit. Danke, dass wir hier sein dürfen. Aber gerne. Freut mich sehr. Ich habe die ein oder andere Diskussion von dir mitverfolgt. Verfolge das immer sehr, sehr gerne. Und ich selber habe auch gestern bei Instagram ein bisschen meine Community gefragt. Meine Leute, die meine Bilder liken und mir auf Instagram folgen, was ja auch viele junge Unternehmer sind. Ich habe deinen Beitrag, ich glaube, von Spiegel TV auch letztens, nee, gestern mir sogar nochmal angeguckt. Und du warst ja auch relativ jung schon unterwegs als Unternehmer. Ich weiß, das meinst du. Ja, das war nicht Spiegel TV, sondern das war noch was ganz anderes. Das Okay. war Küppersbusch. Der hatte damals eine Sendung und die sind auf uns aufmerksam geworden, die Unternehmensberater von der Schulbank. Ja. Und dann haben die dargestellt, was wir machen. Und dann hat die Redakteurin gesagt, das ist zu langweilig. Ja, es war ein bisschen provokant Genau, dann gemacht, sagte, ne? das ist zu langweilig. Ja. Könnt ihr euch nicht irgendwo ein dickes Auto noch leihen oder so, damit der Beitrag ein bisschen spannend wird? Und jetzt irgendwie 20 Jahre oder über 20 Jahre später sagt man, hey, was ist das für ein krasser Beitrag? Aber in Wahrheit ist das eine hochgeföhnte Geschichte, weil die Redaktion die Realität nicht so Spannend spannend fand. fand. Und deshalb ist das für mich heute eher eine lustige Anekdote über die Art und Weise, wie auch Journalismus manchmal arbeitet. Funktioniert. Natürlich heute nicht mehr, das war damals so, heute ist alles total seriös und bildet nur das ab, was ist. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, du hast in deine Ach Quatsch, Community nein, rein. super interessant, weil Ja. ich muss sagen, ich habe das ja auch so ein bisschen beobachtet. Das war dann, Sie haben das mit dem Auto ja auch nochmal erwähnt dann und Sie fahren mit dem geliehenen Auto, also haben das dann nochmal sehr provokant dargestellt. Und ich finde, das zeigt auch so Weil Carsharing ist heute eigentlich auch noch ein übliches Thema, ein ne? großes Thema, Hm? ja. Ich selber find dieses ganze Sharing-Modell, ob das jetzt Car, Bike oder so, finde ich generell sehr interessant. Mit den E-Scootern hatten wir auch viel, viel gehört in den letzten Monaten. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich muss, glaube ich, erstmal Gibt keinen Grund. ein bisschen Ja. runterkommen. Ich habe viele, viele Fragen von Jungunternehmern zum Thema Jungunternehmertum in Deutschland. Generell, wie stehst du dazu? Also gerade U18 probieren sich immer mehr Leute aus. Wie ist da deine generelle Grundeinstellung zu? Wenn man eine Idee hat, soll man nicht warten. Wenn man Freude daran hat, etwas zu bewegen, Ja. muss man loslegen Ja. und darf sich aber auch nicht einreden lassen. Nicht von Eltern, nicht von Lehrerinnen und Lehrern, nicht vom Amt, wo man das Gewerbe anmelden will, oder vom Amtsgericht, wenn es um die Frage der Geschäftsfähigkeit geht, darf man sich nicht einreden lassen. Warte doch noch Ja. ein Jahr Ja. oder 2 oder 3 Monate, dann ist die Idee möglicherweise von jemand anderem umgesetzt. Also einfach machen. Und die Erfahrung, Zeit fehlt auch, ne? Weil ich habe mit 14 gegründet zum Beispiel und das waren einfach, ich bin jetzt 18, 4 Jahre, die mir sehr, sehr viel Erfahrung gebracht haben. Und ich habe letztens darüber nachgedacht, ich hätte jetzt keine Lust, jetzt erst zu starten. Und dieses ganze Know-how, also das fängt ja schon bei dem Thema an, was ist eine GmbH und eine UG, wo ist da der Unterschied? Das einfach nochmal alles neu zu lernen, da hätte ich einfach heute keine Lust mehr drauf. Jetzt Aber bist du ja auch schon alt, ja. aber ich weiß genau, was du meinst. Und interessant, was du sagst, das Lernen. Man muss sich ja auch klar machen, dass man als jüngerer Mensch, mir zumindest ging das so, auch mit 18 wusste ich doch nicht alles darüber, bis heute übrigens nicht. Man lernt immer und ein erstes Unternehmen zu gründen oder Gewerbe anzumelden, das muss ja noch nicht das Letzte im Leben gewesen sein, sondern ganz im Gegenteil. Kann ja auch ein Experiment sein, an dem man sich selber weiterentwickelt. Erfahrungsgemäß ist es das auch in 99% der Fälle. Also Ja. ich kenne keinen jungen Unternehmer, der in dem Business, mit dem er gestartet ist, bis heute ist. Ja. Also jeder hat sich irgendwie schon mal ausprobiert und ist auch hingefallen. Und ich glaube, das ist sogar einer der häufig gestellten Fragen bei mir jetzt bei Instagram gewesen. Warum haben wir in Deutschland dieses Denken, dass wir uns immer zuerst den Risiken widmen und dann den Chancen? Woher kommt das und wie können wir das vielleicht in nächster Zeit auch so ein Die bisschen Deutschen sind sehr diskutieren? sicherheitsorientiert, nicht alle, aber so die Mentalität richtet sich generell stärker auf die Absicherung, auf die Vorsicht. Das hat unterschiedliche Gründe. Generell ist Unternehmertum in Deutschland nicht sehr gut im Image. Und auf der anderen Seite haben viele Menschen auch die Erfahrung gemacht, dass wenn etwas nicht gut läuft, nicht nur im Geschäft, sondern generell, dass es ganz schnell Spott und Häme gibt. Die Leute machen sich lustig, sagen, ja, guck mal, wusste ich ja gleich. Das ist mir auch übrigens selber widerfahren. Das Allen kenne jungen ich, Unternehmern, ja, ja. das kenne ich auch. Aber es gehört zum
zum Leben, es gehört aber auch zum Geschäftsleben dazu, dass Dinge laufen oder nicht laufen. Ich kann mal von mir erzählen. Gerne. Ich habe mehrere Dinge ja gemacht. Ich habe zum Beispiel begonnen damit, dass ich Werbung gemacht habe. Mhm. Für ganz kleine Betriebe, später wurden das große Betriebe. Meine erste Umsatzmillionen habe ich gemacht mit 19, Mark damals noch. Und das war dann für größere Unternehmen Marktantrittskampagnen. Das lief also gut. Davor habe ich mal einen Strompool gemacht. Das war nur eine Sache von wenigen Wochen. Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe zusammen mit einem Freund Flugblätter in Postkästen verteilt und habe gesagt, wenn Sie den Stromanbieter wechseln wollen, das konnte man damals, das war ganz frisch, da konnte man den Stromanbieter wechseln. Wenn Sie den Stromanbieter wechseln wollen, melden Sie sich bei uns. Wir machen das gemeinsam, dann kriegen wir bessere Konditionen. Das war so ein Strompool, so eine einmalige Sache. Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? 18. Habt ihr kommuniziert, wie alt ihr wart? Oder habt ihr das eher so? Das haben wir nicht kommuniziert. Okay. Da ging es nur darum, es war gerade in allen Medien das Thema, jetzt kann man seinen Stromanbieter wechseln und dann wird es günstig. Und wir, das ist jetzt eine Welle. Und dann haben wir ein Flugblatt gedruckt, haben das verteilt und haben dann einiges gesammelt an Stromverbrauch und haben dann einfach Stromanbieter angeschrieben. Wir haben die Adressen gesammelt. Das ist ein Pool, das könnt ihr kaufen. Du, das war jetzt nicht super erfolgreich. Wir dachten, da könnte man richtig was mitmachen. Ja. Aber so, es war nur eine Einmalgeschichte. Ja, wir haben einmal ein paar tausend Euro verdient. Und dann habe ich gedacht, okay, oder ein paar tausend Mark, okay, das macht jetzt keinen Sinn, das in anderen Städten noch zu machen, abgegrast. Ja. War also jetzt kein Misserfolg, aber auch jetzt nicht so ein Erfolg. Meine Experience. So genau, war genau das. Und dann war ich mal eine Zeit lang auch beteiligt an einem Internetunternehmen, so einem Start-up-Unternehmen. Da wollten wir quasi Siri machen, also dass man in natürlicher Sprache im Internet navigieren kann. Wann war das? Das war 2000. Krass. Die Frage ist ja, die Frage ist total berechtigt. Das war technisch natürlich überhaupt nicht realisierbar. Ihr war zu früh im Endeffekt. Total. Ja. Es war technisch nicht realisierbar. Übrigens habe ich da auch gelernt, macht wenig Sinn, ein Startup zu gründen, wenn man keinen Techniker im Team hat. Ja. Kaufst du das alles am Markt ein, wirst du arm darüber. Ja. Und naja, dieses war auch nicht erfolgreich. Mhm. Und was habe ich gelernt daraus? Sehr viel über das Geschäftsleben, aber vor allen Dingen was über den Charakter, auch über den eigenen Charakter. Man muss dranbleiben. Es ist nicht schlimm zu fallen, man muss aufstehen. Und ich habe gelernt, dass der unternehmerische Erfolg, den ich hatte, wie gesagt, mit 19 schon, da spricht niemand drüber. Aber noch 20 Jahre später oder fast 20 Jahre später wirst du darauf angesprochen, wenn du mal nicht erfolgreich gewesen bist. Da gab es ja diese tolle, von dir sehr, sehr bekannte Bundestagsdiskussion. Auch, ne? Ja, genau. Das war diese Entgegnung, wo ich dann wo es mir zu bunt wurde, dass immer die Leute darauf rumreiten, wo du denkst, Menschenskinder. Dann wird ja auch der Eindruck erweckt, als wenn irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen wäre, du die Finger in der Kasse gehabt hättest, Betrug oder so, ne? Ich glaube, also wir selber, also ich kriege das ja auch viel mit, also ich beobachte das ein bisschen kritisch, also weil ich nehme das so wahr, dass das in der Gesellschaft also verankert war und das lockert sich gerade Stück für Stück auf. Mhm. Ich glaube, das sind auch Serien wie, mein Gott, Höhle der Löwen, inwieweit das jetzt die Realität von wahrem Venture Capital also darstellt, ist mal eine andere Sache, aber ich glaube, dass wir Deutschland gerade dazu bekommen, wieder mehr Gründer zu aktivieren, sich auch wieder mehr Leute das trauen und andersrum muss man aber auch, glaube ich, da die Risiken wieder auch mitsehen, also auch gerade bei jungen Menschen. Wir haben viele, viele Coaches auf YouTube und Instagram und ich glaube, ich bin bekannt dafür, dass ich mit denen so ein bisschen auf Kriegsfuß bin, weil ich glaube, dass die Realität verzerren. Also es gibt Coaches, die bilden Coaches aus, die dann wieder Coaches ausbilden und das ist so ein bisschen Network-Marketing. Das beobachte ich auch. Ja, und das ist halt total krass, weil ich kriege viele Nachrichten von irgendwelchen 18-, 19-Jährigen, die mir schreiben, ey, ich habe mir jetzt ein Coaching von so viel 1.000 Euro gekauft und jetzt weiß ich nicht mehr, ich habe mir dafür Geld geliehen und wie komme ich jetzt weiter? Und ich sehe das total gefährlich, also dieses, weil es ist nicht jeder zum Gründen gemacht, glaube ich, oder wie siehst du das? Weil ich glaube, es gibt Gründer und es wäre schlimm, wenn jeder Chef wäre, dann hätten wir keine Mitarbeiter mehr. Ist jeder zum Gründen gemacht? Hat grundsätzlich jeder die Sache, eigener Chef zu sein? Mhm. Kann das jeder? Es ist zunächst mal eine Entscheidung, die man selber treffen muss. Ich würde so sagen, dass Unternehmertum kein Beruf ist, sondern es ist eine Lebenseinstellung. Absolut. Es ist ein Teil auch des Lebens. Dann. Ja, und nicht jeder hat die Lebenseinstellung zu sagen, ich gebe ganz viel von meiner Energie hin für eine Idee, für ein Produkt, für eine Dienstleistung, für meine Kundinnen und Kunden. Das ist nicht irgendein Job, wo man sagt, jetzt habe ich meine 40 Stunden gearbeitet, fertig. Ja, du lachst schon, genau. Fertig.
man muss mit den Risiken umgehen. Und man muss, glaube ich, auch lernen, wir haben es gerade schon angetippt, mit den Rückschlägen umzugehen. Viel betriebswirtschaftliche Kenntnisse, kaufmännische Kenntnisse, technische Kenntnisse kann man sich aneignen. Mhm. Aber beim Unternehmertum den Unterschied macht der Charakter, immer wieder neu anzufangen. Das fängt ja schon beim Vertrieb an. Als ich damals begonnen habe, wir haben eben über dieses Filmchen gesprochen, das waren so die Beginne, die Anfänge, da hast du natürlich irgendwo dich gemeldet, guten Tag, mein Name ist Christian Lindner, ich bin 18 Jahre, ich mache Werbung. Haben Sie Bedarf? Da legen die Leute auf. Warum? Wegen dem Alter? Generell, weil die sagen, ach, da will mir irgendjemand was verkaufen, auch vielleicht wegen des Alters. Und dann legen die auf. Und die Kunst dann ist, wenn 10-mal jemand gesagt hat, bitte kein Interesse, dann trotzdem den 11. kalten Kontakt zu machen. Das ist das Entscheidende. Nicht zu sagen, okay, es geht nicht, ich höre auf, sondern zu sagen, nee, dann jetzt rufe ich den 11. an und sage guten Tag. Und der 30. ist dann vielleicht derjenige, der sagt, na gut, kommen Sie mal vorbei. Und das ist auch eine Sache. Hat sich übrigens in meinem Leben nichts geändert. Heute bin ich in der Partei, da muss ich im Durchschnitt auch 10 Leute ansprechen, bis der Erste sagt, finde ich toll. Finde ich gut, dass du das sagst. Ich finde es wahnsinnig geil, weil ich hatte vor 2 Tagen einen Livestream gemacht und das war auch echt, also ich finde es immer total cool mit denen, da kommt dann so viel Input und so viele Ideen bei rum. Und da war dann auch eben so, André, lohnt sich heutzutage noch Call Calls? Und dann denke ich mir, okay, stell dir mal vor, du machst am Tag 30 Call Calls. Und es ist schon echt, also du kannst auch 70 schaffen, du kannst 100 schaffen. Dann weniger vorbereitet, aber du kriegst das hin. Und wenn du nur am Tag dadurch einen Kunden generierst, sind das am Ende des Monats, wenn es gut läuft, 25 Kunden. Ja, so, und das unterschätzt man total, was man auf der Strecke leisten kann. Ja. Ich glaube, dass viele überschätzen, was man in einer Woche erreicht, aber unterschätzt, was bei Stetigkeit, wenn man am Ball bleibt, man über 1, 2, 3, 4, 5, 10 Jahre erreichen kann. Das ist der Wahnsinn. Genau. Das ist der Wahnsinn. Und vielleicht ist das, jetzt kommen wir schon fast in so eine Art Coaching, ne? Aber vielleicht ist das so eine Idee, die du teilst. Es gibt ja Projekte, die erscheinen unendlich groß, aber wenn man sie in kleine Stücke runterbricht, sind sie ganz klein. Und gerade eben bei dieser Vertriebssache fand ich das überzeugend, wie du es gesagt hast. Klar, man schafft 70 am Tag, aber wenn man nur einen neuen Kunden am Tag gewinnt, dann ist das ein Riesenunterschied. Also sollte man sich nicht müde spielen dadurch, dass man jeden Tag sich aufreibt und nur das macht, sondern man kann sagen, okay, ich setze mir das Ziel, ich mache jeden Tag 5 Versuche Kaltakquise. Dann habe ich in der Woche schon 35 geschafft. Ich mache mich nicht so müde, ich frustriere mich nicht so, habe über den Monat aber 35, 70, 140 im Monat und habe im Grunde nur 5 am Tag gemacht. Genau, und das ist genau das, was glaube ich... Da habe ich natürlich Samstag, Sonntag mitgezählt. Ne? Genau, das habe ich vorhin so ein bisschen rausgenommen. Ja. Ich muss, weil anrufen ist ja nicht das Problem. Ich glaube, das müssen wir als Unternehmen auch am Samstag und Sonntag machen, aber dran geht aber an der anderen Ende. Klar, aber du triffst ja manche Leute eben auch irgendwo zum Beispiel am Sonntag. Und ich glaube, das ist das alte Klischee, ne? Also die Unternehmer machen die Geschäfte auf dem Golfplatz, weiß ich nicht, aber zumindest... Spielst du Golf? Ich bin kein Golfer, nein. Hast du es mal probiert? Ich habe die Platzreife gemacht, aber das ist noch wieder ein anderes Thema, weil ich jedes Jahr was lerne. Jedes Jahr, gegenwärtig nämlich Reitunterricht, jedes Jahr lerne ich was Neues. Geil. Vor 2 Jahren habe ich den Jagdschein gemacht. So jedes Jahr lerne ich was. Man lernt nie aus. Eben, so irgendwie so was Kleines. Ja. Heute mache ich keine Kaltakquise mehr. Heute sage ich, jeden Tag lerne ich 20 Minuten irgendwas. So, beziehungsweise bei der Reitstunde ist, einmal in der Woche mache ich eine Reitstunde. Das sind 45 Minuten, oder? Genau, das sind 45 Minuten, einmal in der Woche. Und dann denke ich mir, okay, in einem Jahr kann ich reiten. Finde ich so cool. Das ist auch wieder das auf lange Strecke. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Genau. Und 2 Sachen. Das erste ist, hast du vorhin auch schon gesagt, ich glaube, ein Unternehmer zeichnet nicht aus, wer irgendwie in einem Monat mal 100.000 Euro umsetzt, weil das kriegst du über bestimmte Wege sehr schnell hin. Also ich glaube, dass ich mit dem Thema Consulting und Coaching auch mehr Geld verdienen würde, als das, was ich jetzt mache. Aber unsere Vision ist es halt, Europa zu digitalisieren,
zu automatisieren, das ist auch so eine, also wir sagen, ich sage, in 5-6 Jahren sind wir aus dem Digitalisierungszeitalter raus und kommen ins Automatisierungszeitalter. Ich hoffe, dass wir Deutschland bis dahin so weit haben, dass wir das auch mit Mittelstand und Konzern dann umsetzen können, weil wenn ein Stornierungsprozess bei einem Beispiel Galeria Kaufhof im Online-Bestellung irgendwie 20 Minuten dauert, dann haben wir ein Problem, weil Amazon schafft es in 3 Sekunden. Und du hast vorhin auch was Interessantes gesagt, deswegen habe ich vorhin auch nochmal nachgefragt. Ihr habt auf die Stromzettel nicht explizit euer Alter erwähnt und du hast vorhin auch gesagt, wenn du sagst, ich bin 18, kann sein, dass sie wegen dem Alter auflegen. War das eine Erfahrung, die du als junger Mensch gemacht hast, dass Leute aufgrund des dich aufs Alter reduzieren und sagen, okay, nee, mit so Jungspunzen wollen wir nichts zu tun haben? Also bei dieser Mini-Mikro-Idee-Projekt Strompool spielte das keine Rolle, weil da haben wir einfach nur einen Zettel verteilt und da stand jetzt nicht die Person im Vordergrund. Tatsächlich war das ich glaube, es waren am Ende 6-7 Jahre, die ich Kommunikation, Werbung, Events gemacht habe, da war es anders, denn der Einstieg war das Alter. Ja. Das habe ich damals bewusst gewählt, als ich festgestellt habe, so die klassischen Instrumente und Herangehensweisen funktionieren. Ich habe gesagt, Moment, eins unterscheidet dich von anderen Anbietern, anderen Dienstleistern, du bist jung. Also such doch die Einflugschneise. Wir machen oder ich mache Kommunikation, Werbung, Vertrieb, Events für Junge. Und das war die Einflugschneise. Und dann war das erste größere Projekt, das erinnere ich noch, da war ich noch mit einem Schulfreund zusammen, haben was zusammen gemacht. Da ging es dann um ein Internetcafé für junge Leute bei so einem Clubbing-Event in Leverkusen. Mhm. Und das war ein größeres Unternehmen und die haben gesagt, ja, wir wollen hier dieses Internet für die jungen Leute. Da gibt es da diese jungen Leute, die da Werbung machen. Mach doch das mal für uns. Das war ein Auftrag 10.000 Mark, aber den haben wir gut umgesetzt und haben gesagt, ja, wir den Gesamtetat schreiben wir jetzt aus und da präsentieren Agenturen im Wettbewerb. Wir haben 3 Agenturen. In der Mittagspause könnt ihr jungen Leute ja mal kommen und eure Ideen vorstellen. Ja. Und dann haben wir den aber gewonnen. Und dann holst du dir den Pitch und das ist genau das. Ich muss mal ganz kurz vielleicht auch, also ich sehe da echt Parallelen. Also ich selber habe mit 14 auch angefangen und habe dann eben im Influencer-Segment angefangen. Das heißt, wir waren einer der größten Anbieter in Europa für Paid Media, also Thema Influencer-Marketing. Wir waren zum Schluss 70 Leute. Ich komme aus Würzburg ursprünglich und da waren auch viele Werkstudenten und Freelancer dabei, aber 70 Leute. Und das war schon echt eine Hausnummer. Und irgendwann haben wir dann auch angefangen zu sagen, warum machen wir nicht eigentlich Marketing, aber von jungen Leuten für junge Leute. Und es hat auf einmal so einen großen Anklang gefunden, weil... Das ist ja die Influencer-Idee auch überhaupt. Genau. Und weil wir also Influencer auch beeinflussen und das haben wir natürlich auch genutzt. Also heute ein ganz, ganz großes Problem ist Nachwuchs bei großen Betrieben, handwerklichen Betrieben und so weiter. Und das haben wir genutzt und haben gesagt, ey, passt auf, kostet euch, keine Ahnung, 30.000 Euro, dann machen wir euch eine schöne Kampagne und gewinnen euch Leute aus unserem Alter. Und das funktioniert bis heute. Und das ist aber, finde ich, immer auch wieder ein Streitpunkt zwischen... Also nehme ich wahr, bei uns, bei jungen Leuten, die trauen sich nicht, ihr Alter zu kommunizieren, wo ich mir denke, warum tust du es nicht? Es ist bei uns viel mehr eine Chance geworden. Absolut. Und ich wäre sicherlich nicht in der Wirtschaftswoche gewesen und vielleicht auch nicht hier, wäre dieses Alter nicht vor meinem Namen gestanden. Du musst doch überlegen, was ist der Punkt, mit dem ich verkaufe? Ein USP. Und jetzt in der Branche, in der ich damals war, es gab unendlich viele Werbekaufleute, Werbeagenturen und so weiter. Ja. Dann gab es ein paar hochspezialisierte, super coole, szenige Agenturen für Jugendmarketing, wie man damals sagte. Aber die waren natürlich viel zu teuer für die mittelständischen Kunden. Die haben dann irgendwie für Coca-Cola die Gesamtkommunikation gemacht, Millionenetats. Aber dieses kleine Segment, regional Etats, die vielleicht einen dreistelligen 1.000-Euro-Betrag nur haben. Ich habe mal eine Jugendsparkasse gemacht zum Beispiel. Da haben wir was machen können. Hm? Wir auch. Eine Jugendsparkasse? Nee. Ja, tatsächlich. Wir haben mal für die Sparkasse auch, wir sind generell mit der Sparkasse sehr eng verbunden, also mit den regionalen Sparkassen, nicht mit dem Sparkassenverband. Mhm. Und machen da gerade auch so Start-up-Nights. Also sind wir gerade am Konzipieren mit verschiedenen Sparkassen sehr cool. Und so. Weil hört sich verwandt an. Bei mir war es damals natürlich eine andere Zeit gewesen. Ja, selbstverständlich. Da gab's, heute würde man nicht auf die Idee kommen, eine eigene Filiale für junge Leute zu machen, weil die alles online machen. Genau. Ja, aber das ist ja auch spannend. Das ist ja auch wieder ein spannendes Thema. Und das ist vielleicht auch schon, also wir haben ja, ich habe vorhin diese Mentalität in Deutschland angesprochen, die wir haben. Also und auch diese Einstellung, wir schauen uns immer erst die Risiken, oder oft, wir kriegen gerade den Switch hin, oft die Risiken an und dann die Chancen.
Wir kriegen teilweise den Switch hin. Teilweise. Und ich würde sagen, wir haben, unsere Gesellschaft verändert sich so, dass ein kleiner Teil ganz ungeduldig wird und sagt, warum bewegt sich der größere Teil nicht? Genau. Und ich hoffe, dass wir das in nächster Zeit ein bisschen skalieren können. Aber ist das der Grund, warum wir ein Google, ein Amazon, ein Facebook, ein Alibaba, ein Microsoft, ein Tesla nicht in Europa haben und eher in den USA und China? Liegt das an der Mentalität, die dort herrscht? Oder ist das einfach auch eine Sache, wo wir sagen müssen, das ist auch Fehler aus der Politik ausgegangen? Haben wir zu wenig Töpfe, um Startups zu fördern, also jetzt gerade im Entwicklungsbereich, im Thema KI, ganz großes Thema, das braucht Geld, das braucht Ressourcen, das braucht Wissen. Wir haben Unternehmen wie Startup Teams, die junge Menschen fördern. Es gibt immer wieder Einzelpersonen, die junge Menschen fördern. Aber ist irgendwie in der Politik was angedacht, vielleicht sogar seitens der FDP, genau diese Thematik zu fördern und Europa wieder oder langfristig zu einem relevanten internationalen Wirtschaftsstandort auch zu halten. Lass uns das kurz mal, bevor wir über FDP-Ideen sprechen, kurz analysieren. Es hängt auch zusammen, analysieren, womit es zusammenhängt, dass wir diese Unicorns nicht haben und warum wir keine Plattform haben und so weiter. Ja. Das hat mehrere Gründe. Erstens, insgesamt zu wenig Gründungen. Zweitens, zu wenig Technologietransfer aus Spitzenforschungseinrichtungen in Unternehmensgründungen. Ja. In Stanford fließt das ineinander. Was ist Start-up? Was ist Forschung? Drittens, unser Markt ist zu klein. Wir haben Deutschland als Markt, aber sobald du schon nach Frankreich gehst, hast du so viele Hürden zu überwinden, rechtliche, Sprachbarriere und so weiter. Während der chinesische Markt und der nordamerikanische Markt, also der US-Markt, die sind riesengroß und du kannst sofort skalieren in einem Markt, in einem rechtlichen Umfeld, in einem sprachlichen Umfeld. Vierter Punkt, uns fehlt Kapital. Nicht am Anfang. So Exist und solche Programme als Gründer, das gibt's. Ich hatte mal die Idee für ein Gründerstipendium. Das gibt's jetzt in Nordrhein-Westfalen. Da bekommst du ein Jahr 1.000 Euro für den Lebensunterhalt während der Gründungsphase. Exist ist ja, glaube ich, eine ähnliche Geschichte. Exist ist aber nur fürs Unternehmen. Gründerstipendium ist für deinen privaten Kühlschrank. Ach so. Ne? Das ist ein Unterschied. Ne? Okay. Aber da haben wir also relativ viel. Ja. Aber was uns fehlt, ist die Wachstumsfinanzierung. Das heißt also die Finanzierung nicht von im Seed-Bereich, von Startups, sondern von Scale-Ups. Das fehlt uns, da brauchen wir zusätzliches Kapital. So, und dann eine Politik vielleicht, die auch Freude daran hat, dass es Wachstum gibt und das stimuliert. So, wie verändern wir das? Jetzt kommen die FDP-Ideen. Gründerfreundlichkeit, da werben wir gerade für. Das kann man auch stärker in Schulen und Hochschulen vermitteln. Muss man. Schulfach Wirtschaft. Positive Rollenbilder in die Schule. Ich bin Unternehmer, was bedeutet das? In die Hochschule. Unternehmerbilder. Sorry, ich unterbreche dich. Schaust du den Tatort? Ab und zu mal? Ein paar ganz ultra selten. Ich auch. Ja. Aber ich schaue nicht so viel Stereotyp. Stereotypisch ist es wirklich so, dass wer ist denn der Verbrecher im Tatort meistens? Es ist immer, wirklich in 99% nicht der Fälle. Nicht der Gärtner, der Unternehmer. Nicht der Gärtner, sondern immer der böse Unternehmer. Das ist ein grundlegendes Problem. Ist sehr interessant, was du sagst. Ja, das Unternehmerbild ist schlecht, ausnutzen oder gerne auch so wie die Geissens, haben Geld, tun aber nichts mehr. Das sind so die Klischees. Also Unternehmerbild verändern, informieren, Schulfachwirtschaft, positive Rollenvorbilder wie dich in die Schulen bringen, in die Hochschulen bringen, Start-up-Teams, solche Initiativen. Schulfachwirtschaft gibt es übrigens in Nordrhein-Westfalen, hat die FDP da auf den Weg gebracht. Tatsächlich? Auch mit dem Ziel, dass da was Gründergeist geschaffen wird. Der zweite Punkt, Forschungskooperation, müssen wir viel tun. Da kann auch zum Beispiel aus Forschungseinrichtungen mal ein Professor ermuntert werden, sich mit seiner Idee selbstständig zu machen. Dritter Bereich, der europäische Markt. Ich bin für einen europäischen Binnenmarkt im Digitalbereich. Wir müssen so schnell es geht alle grenzüberschreitenden Hürden oder alle Hürden, um Grenzen zu überschreiten, reduzieren, damit Scale-Ups zumindest schnell im europäischen Markt tätig werden können. Wir haben dann auch die Sprachbarriere, aber zumindest darf es keine rechtlichen Barrieren geben, wo du immer neu dich beschäftigen musst mit, wie sind jetzt hier genau die Bestimmungen, wie wollen die hier das und so weiter. Thema Datenschutz, etc. ist da ja, auch ganz genau. Groß Datenschutzgrundverordnung dabei. Ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, aber ist noch landesspezifisch
zu unterschiedlich. Aber es gibt auch viele andere Bereiche. Kapital, wir haben eigentlich viel Kapital, aber unser Kapital fließt in Steine und in Staatsanleihen und nicht in Private Equity oder Venture Capital. Also wenn jemand fürs Alter vorsorgt mit einer Lebensversicherung, das Geld, das geht hier in Berlin in irgendwelche Geschäftshäuser, aber es geht nicht zum Beispiel in Unternehmen wie deins, wenn Investitionskapital gesucht wird. Ich habe das Gefühl, also ich muss dir sagen, ich beschäftige mich viel zu wenig mit Politik, leider, einfach aus zeitlichen Gründen. Und ich gucke mir das immer mal wieder stichprobenartig an. Ich habe das Gefühl, dass auch da, dass man da vorsichtig ist innerhalb der Politik, bestimmte Unternehmen zu fördern, weil man, siehe Beispiel Philipp Amthor, ganz schnell mit Augustus Intelligence in eine Richtung gedrängt wird, wo es heißt, echt, du machst Lobby. Ja, aber lass uns doch bitte auch nicht immer nur daran denken, das muss staatliches Geld oder staatliche Aufträge sein. Sondern? Ich möchte gerne das private Kapital nutzen. Wir haben 2,5 Billionen Euro in Deutschland bei Lebensversicherungen, bei Versorgungswerken, also bei der Altersvorsorge von uns Deutschen. Gestern saß da der Chef des kanadischen Investitionsfonds. Ja. Das ist also privates Geld, das die Kanadierinnen und Kanadier anlegen, ja, weltweit, ja, in Unternehmen. Ja. Zum Beispiel auch in Top-Medienunternehmen in Deutschland. Ja. Also zum Beispiel Axel Springer, sehr modernes Medienunternehmen, früher Verlag. Zum Beispiel gehört teilweise diesem kanadischen Fonds, der das Geld der Altersvorsorge der Menschen anlegt. Ja. So bei uns, die privaten Lebensversicherungen, die Versorgungswerke, das Geld lenkt der Staat in Staatsanleihen, also Schuldtitel des Staats und in Immobilien. Und warum? Weil er eine bestimmte Anlagepolitik vorgibt. Was ich also möchte ist, die Regeln für die Anlage von unserem Altersvorsorgevermögen, meiner Altersversorgung auch, das soll umgelenkt werden, dass es zumindest auch ein bisschen möglich wird, Scale-Ups, Start-Ups, Unternehmen zu finanzieren. Und das hat einen doppelten Effekt. Erstens gibt es mehr Geld für Ideen und zum anderen gibt es einen höheren Zins. Wenn es funktioniert. Das einzelne Unternehmen wird mal scheitern, klar, das einzelne Investment geht daneben. Aber das ist ja der Portfolioansatz. Wenn du in 100 Unternehmen investierst, 10 gehen kaputt, 20 sind nicht so gut, 70 performen ordentlich und 3 so ordentlich, dass man im Grunde nur in die 3 investiert. Ich bin da voll deiner Meinung. Ich muss nur so ein bisschen natürlich auch über die kritische Waage halten. Ich finde das total interessant. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema und ich habe das Gefühl, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird. Ja. Und das ein Thema, also es gibt noch zwei Themen, die sehr brennen. Schieß los. Aktuell haben wir Tesla. Die eine, ich glaube, aktuell 3-4-fach so Marktkapitalisierung haben wie VW. Darüber kann man sich streiten. Man glaubt aber, oder ich selber fahre Tesla, weil ich das Auto sehr innovativ finde und weil ich den Ansatz von Tesla, das autonome Fahren extrem voranzutreiben und auch der aktuelle Stand schon von den Autos, ich fahre damit 600 Kilometer, lade 20 Minuten und fahre weiter, das kann mir kein deutscher Hersteller bieten. Und das habe ich gestern nicht mehr recherchiert bekommen. Es gab einen deutschen Autohersteller, der gesagt hat, wir werden keinen Kampf mehr beginnen, den wir nicht gewinnen können. Und ich weiß nicht, ob das VW, Mercedes, irgendeiner dieser deutschen Konzerne hat das gesagt. Wie ist deine Meinung zu Tesla? Und glaubst du, dass die deutsche Automobilindustrie große Probleme bekommen wird? Bei der Sensorik, also den Assistenzsystemen, als Voraussetzung für autonomes Fahren, bei Fahrwerken und Motoren und vermutlich auch mindestens bald der Batterie werden die deutschen Hersteller besser sein als Tesla oder sind es schon. In der Sensorik? Ja. Aber in der Software, die Sensorik jetzt bedient? Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Okay. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Der Marktvorteil von Tesla gegenwärtig ist, dass das ein Softwareunternehmen mit angeschlossenem Automobilkonzern ist. Genau. Das heißt, der große Vorteil im Geschäftsmodell von Tesla ist, sie haben die Daten, sie haben das Betriebssystem bzw. die Backend-Lösung. Und dadurch haben sie etwa 3 bis 5 Jahre Vorsprung vor den deutschen Herstellern. Aber mein Mercedes GLC Wasserstoff elektrisch, der fährt genauso super, der Elektroantrieb. Hast du das? Fährst du Wasserstoff? Ja. Wasserstoff elektrisch, ja. Wo tankst du?
Es gibt hier in Berlin 3 Wasserstofftankstellen. Man kann aber daneben auch, der hat auch eine Batterie, kann den auch an die Batterie hängen, also an den Strom hängen. Ist ja Wahnsinn. Hm? Okay. Also der fährt super, ja. Ich kenne die Teslas auch. Aber jetzt der Mercedes, ich habe auch neulich, bin ich ID3 und ID4 bei VW gefahren. Ja. Ich bin Porsche Taycan schon gefahren. Das sind super Autos und ich würde sagen, vom Fahren her, Elektromotor, Batterie, ist der Tesla nicht besser. Wo der Tesla besser ist, das ist die Software, die Updates und auch der Experimentiergeist, weil die machen eben einfach mal autonomes Fahren, obwohl, ich sag mal, die Fehlerquote noch nicht bei 0,0 liegt. Der Tesla hat mir zweimal das Leben gerettet, tatsächlich schon, auf der Autobahn. Also ich bin einmal mit 200 km/h linke Spur gefahren, rechts hat mich einer überholt, der Tesla hat das gesehen, hat sofort geblinkt, ist aufgeblinkt. Also ich war schon direkt aufmerksam, der ist dann nach Rüben gezogen, ich bin erschrocken, bin aus Reflex links in die Leitplanke rein und der hat gegengelenkt und hat abgerissen auf den Seitenstreifen gefahren. Und das war echt eine Experience, die ich nicht vergessen werde, wo ich Tesla sehr dankbar für bin. Mhm. Aber ich teile deine Einstellung, ich glaube, bei dem Thema Software ist Tesla weit voraus und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in den sogenannten... Und bei den Daten. Dadurch, dass sie die Daten sammeln mit künstlicher Intelligenz, können die fortwährend ihre Systeme verbessern und over the air ein Update machen. Über die Nacht funktioniert ja. Auf einmal auch das autonome Fahren im Kreisverkehr. Das ist so genau ist das, was eben die großen deutschen Hersteller noch nicht haben. Da brauchen die Zeit. Die Zeit ist für die sehr knapp, aber gut, das ist Marktwirtschaft. Genau, wir hatten ja, es gibt den sogenannten iPhone-Effekt. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, dass Apple irgendwann mal so einen krassen Vorsprung mit ihren Geräten gehabt hat, dass die nicht mehr aufgeholt werden können. Und jetzt muss man sagen, jetzt sind 10 Jahre vergangen und jetzt sind wir auf einer Thematik. Wir hatten die Diskussion gerade, dass hier das, was ist das für ein Handy? Huawei. Das Huawei P20? P30. P30, oh. Dass das schon fast identisch, technisch besser ist als das. Genau. Und vom Design her oder so. Das ist der Punkt. Ich bin auch noch iPhone-Nutzer, weil... Es gibt ja auch Login-Effekte. Ich bin in der Apple-Welt mit allen Geräten. Ich habe jetzt mein komplettes Ökosystem darauf eingestellt. Warum soll ich daran was ändern? Es funktioniert. Ja, es ändert. Es ist auch man ist dran gewöhnt. Irgendwie ist eine Entscheidung für eine Marke auch eine Sympathiefrage. Ja. Es gibt eben unterschiedliche Gründe. Ich glaube nur dennoch trotzdem, ja, dass die Art, das Know-how in der Fertigung, im Marketing, Händlernetz, ja, dass wenn die deutschen Hersteller sich anstrengen, wie gesagt, der Porsche Taycan ist ein fantastisches Auto, ja, also könnte ich wählen zwischen Porsche Taycan oder einem aktuellen Tesla, würde ich mich für den Porsche entscheiden. Ist einfach eine andere Haptik, sieht super aus, kann noch nicht so die Updates. Aber kostet auch 100.000 Euro mehr. Ja, genau. Ja, kommt drauf an, welchen Tesla man vergleicht. Ne? Würdest du den jetzt kaufen? Ja. Den Taycan? Privat kaufe ich mir gar keine Autos, also ja, deshalb privat fahre ich keine Autos und jetzt hier für Dienstfahrzeuge steht Porsche Taycan nicht zur Verfügung, also keine Sorge hier. Nicht? Noch nicht? Warum nicht? Im öffentlichen Sektor fährt man keinen Porsche als Dienstwagen. Aber wenn er das einzige deutsche Auto ist, was irgendwie halbwegs mit dem Tesla aktuell mithalten kann, warum supportet man das nicht? Sowas gibt es nicht, man kann im öffentlichen... Wäre auch ein bisschen schräg, mit dem Porsche hier vorzufahren, eben, oder? Eben, das ist unmöglich. Das gibt's nicht. Und, ja. Ich will noch ein neues Thema aufreißen. Können wir aber schnell abfrühstücken, ja, vielleicht. Ich hoffe es. Unsere Schulen. Oh Gott, das ist nicht schnell abzufrühstücken. Ich will nur... wir probieren es. Ja. Aktueller Investitionsbedarf laut Studien 22,5 Milliarden Euro. Oh, du bist aber sehr bescheiden. Um eine Grundausstattung im Thema Digitalisierung, ja, vorzubereiten. Aber Grundausstattung. Aber, Digitalisierung ist gut, aber die Toiletten müssen auch gemacht werden. Ich bin aber heute digital da und die Toiletten müssen ganz dringend gemacht werden. Wir müssen Schulen so gestalten, dass man da gerne hingeht und sich nicht ekelt. Sehe ich auch so. Im Digitalpakt wurden 5,5 Milliarden Euro verabschiedet. Was ist da schiefgelaufen? Also, Schule muss ganz neu gedacht werden. Die Gebäude entsprechen nicht mehr dem, was wir brauchen, wie heute Unterrichtsgeschehen ablaufen soll. Mhm. Nicht mehr so Klasse und so, sondern offenere Räume. Also, man bräuchte ganz andere Gebäude. Gebäudesanierung. Hallo, wach, Klimaschutz. Fangen wir doch mal mit dem Klimaschutz an, indem wir Gebäudesanierung und dämmen. Dann auch übrigens jetzt Lüftungssysteme und Klimatisierung, Stichwort Corona. Toiletten hatten wir gerade angesprochen. Und dann kommt Digitalisierung zusätzlich noch als Herausforderung dazu. Also ein Riesenthema. Deshalb ist die erste Antwort, Digitalpakt hin oder her, wir brauchen eine gesamtstaatliche Bund, Länder, Städte und Gemeinden Anstrengung, damit unsere Schulen
wieder so gut werden, dass ihr Zustand den Respekt ausdrückt gegenüber der jungen Generation. Und wenn der jetzige Zustand der Schulen Ausdruck unserer Zukunftserwartungen sind, dann sieht es in Deutschland schlecht aus. Jetzt konkret zum Digitalpakt. Das ist erstens zu wenig Geld, aber zweitens noch nicht mal das Geld fließt ab, weil die bürokratischen Förderbestimmungen so umfänglich sind, dass die Schulen viel zu lange brauchen, um einen Antrag zu stellen. Und sie kriegen keine Experten zur Verfügung gestellt, das ist das viel Schlimmere. Inzwischen gibt es zumindest die Möglichkeit, Systemadministratoren zu fördern. Das wollte die GroKo gar nicht. Vorher, vor Corona, haben die bewusst sich dagegen entschieden, dass Systemadministratoren bezahlt werden können. Aber dass das Geld da bleibt oder warum? Also, Christian, verstehe mich nicht falsch, aber 5,5 Milliarden Euro sind ein Witz, ja, was wir brauchen. Was ist genau da schiefgelaufen? Warum sagt die Politik nicht? Bitte sagt nicht die Politik, wir sagen was anderes. Ich nehme euch da raus, ich nehme auch sicher andere Parteien aus oder vereinzelt Menschen. Warum sagt der Großteil, der aktuell... Keine Ahnung. Mein Vorschlag war gewesen, statt die Mehrwertsteuer zu senken, das kostet 20 Milliarden und bringt nichts, hätte man die 20 Milliarden lieber investiert in die Schulen. Und witzigerweise, mit dem Geld der Mehrwertsteuersenkung, was CDU, CSU und SPD gemacht hätten, an allen Schulen Breitbandinternet, an allen Schulen alle Lehrer mit Notebook ausgestattet, an allen 35.000 Schulen alle Kinder und Jugendlichen aus bedürftigen Familien mit einem eigenen Device ausgestattet, an allen 35.000 Schulen schnelles WLAN und es wäre noch Geld übrig geblieben, um alle Toiletten zu sanieren. So, Christian, ich sag mal Augen auf beim Kreuzchen machen. Ne? Ja, und ich danke dir für deine Zeit. Danke dir. Hat mich sehr gefreut, war ein sehr lockeres Gespräch. Schreibt euer Feedback gerne mal unten in die Kommentare, auch zum Thema Schulsystem und wie sich das alles weiterentwickeln soll. Und, wir haben noch gar nicht gesprochen über die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, denn was hilft ein Device und WLAN, wenn die, naja, ihr wisst schon. Wir setzen es bestimmt irgendwann mal fort. Ich danke euch fürs Zugucken und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao. Aber ich muss sagen, dass... Bist du komplett umgestellt? Die Uhr ist auch Android, ne? Ja, ich bin komplett umgestiegen, weil ich dieses Preis-Leistungs-Verhältnis von einem Huawei P30 unglaublich finde. Ich brauche das teilweise 2 Tage lang nicht laden, weil das ein Akkulaufzeit hat. Über die Qualität der Technik müssen wir nicht. Das ist bei Apple immer sozusagen eine Generation zu. Oder? Also nur das Handy besser. Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, Apple ist wie... Tesla? Nee. Sicher? Schlimmer noch. Ist wenn BMW, also wenn Samsung BMW ist, dann ist Apple Jaguar. Sprich, ein bisschen schlechtere Technik.